für mich auf jeden Fall Twitter. Also dadurch, dass ich in der Medienbranche bin, ist das natürlich ein ganz wichtiges Tool, um mit Politikern, aber auch Journalisten, Kollegen zu kommunizieren. Auf der anderen Seite Instagram, weil dadurch erreiche ich eine ganz andere Zielgruppe, also eine junge Zielgruppe, und finde das auch ein ganz spannendes Medium. Und von Facebook, da bin ich noch so ein bisschen im Wiegelwagel. Ich bin da zwar noch sehr aktiv, aber da bin ich mir nicht ganz sicher, in welche Richtung es sich entwickeln wird. Also ich verwende E-Mail, wenn ich aktiv bin, SMS. Ich habe keinen Twitter, keinen Facebook-Account. Das, glaube ich, brauche ich nicht. So wichtig bin ich nicht. Und passiv verwende ich Zeitungen, Zeitschriften online und international. Und ORF.at. Und welche Eigenschaften braucht man denn so jetzt in der Digitalisierung, um da mithalten zu können? Sie meinen der Produzent der digitalisierten Medien oder ich? Ah, der Leser. Nein, der Leser, das habe ich an mir gesehen, braucht die Bereitschaft, sich zu informieren, sich das erklären zu lassen und dann zu benutzen. Der Produzent, der muss in der elektronischen, in den elektronischen Medien auch den Mut haben, nicht nur 40 Zeichen zu schenken, sondern auch die guten Analysen und Background-Informationen zu liefern. Also man darf aus meiner Sicht elektronische Medien nicht mit einer Sammlung von Überschriften verwechseln, sondern es muss genauso Research sein und Recherchen dahinter liegen und mir die Möglichkeit geben, mich ordentlich zu informieren und nicht nur Catchwords.